Oh. Ich glaube, meine machen aus Ecken am meisten. Hey, Frank Rost. Da sind wir doch bis jetzt mit. Ich wollte gerade noch meine Mannschaft loben. Meine Mannschaft auf guten Weg, wollte ich mal sagen. Aber nö. Wir haben heute keine Lust. So, meine Uhrzeit sagt ohne Schnittes. So, jetzt gehen wir nach Markusberg. Alles relativ flinken. Dann machen wir noch hier Jedruf. Marco Reus. Geht doch. Meine zwei Lieblinge, meine zwei neuen Lieblinge. Das sind ja alles meine Lieblinge. Die Mannschaft sind mir so ins Herz gewachsen. Din, 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 din. So, wenn wir mal den Michael rausnehmen. Pavlenko konnte, ja, nicht. Genauso wie Trotzki kann auch nicht zentral spielen. Tesche konntest du. Ja, gut, werden wir das so machen. Pavlenko bringen wir nach rechts. Hey, kann ich nicht mehr auswechseln? Ah, ne, kann ich nicht. Ich bin ja Mischugge. Ach so, ja, na, ich will dann, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, dann mal noch auf einen Spieler drauf eingehen, der mir jemand anderes gedacht hat, aber den ich schon vorher auch schon kannte, aber der eigentlich, ja, gut ist, als links wie rechts, ist ein Deutscher, spielt in England, bei Liverpool, Liverpool, na, ich zeige euch dann, weil ich habe ihn auch schon mal gezeigt, ich weiß es nicht mehr. Yeah! Gut. Gut gespielt. Raul Bobadilla. Raul! Ach, hier, du Wurst schon wieder. Luca Toni spielt bei Freiburg. Das ist ja mal. Das ist realistisch. Ah, Steve Bouncey, gut. Helm ist okay. Ach, vielleicht zieht er so ein erstes Ligator. Juhu, ich habe bloß eine 1,78 Millionen. Kevin Schindler. Oh, ist er hoch. Ah, okay. Martin Lanig. Na, ja, ich denke mal, der wird vielleicht noch nächste Saison zu Köln gehen. Aber da werden sich noch ein richtig. Also, auch ein guter Spieler, ein bissiger. Hat auch das gewisse Ad etwas, kämpft immer. Ja, und nicht so wie Köln ja die ganze letzte Saison. Ja, tun wir uns auch nochmal bei ihm bedanken. Zubulat Spiel. Ibrahim Avelay, kann man den noch irgendwie. Nee, es geht nicht. Ja, gut. So, zeige ich euch die nochmal kurz. Ansonsten war es cool. Cool. Und zwar ist das Christopher Buchtmann. Ja gut, Liverpool. Ist in. Ha, wollte ich ihn damals für die zweite Mannschaft holen? Habe ich mir eigentlich nur ihn geholt? Heule mir mal. Ja, und zwar ist das Christopher Buchtmann, spielt
jetzt, glaube ich, gerade für die U19. Spielt links wie rechts. Hatte ich mir auch schon mal, oder haben mir immer relativ oft geholt. Oder ich wüsste jetzt eigentlich nicht, wo ich den mal nicht geholt habe. Ja. Hat sich zwar nie richtig durchgesetzt, aber war immer in, wie sagt man? Na, war immer in der Reserve gewesen. Ja, Reserve. Und wenn man ihn eingewechselt hat, war er immer mit dabei. Also war er immer da, war immer zu sehen. Und sowas tut bei mir, oder zeigt halt, dass die Leute eigentlich was drauf haben. Ja. Bam. Also ist ein sehr guter Spieler, kann ich übrigens empfehlen. Gibt's noch irgendjemanden, mit dem man reden kann? Buonotte. Hoffentlich habe ich es richtig geschrieben. Ficken habe ich nicht. Boa. Ah ja, oder wir gucken mal hier. Und zwar hier U21. Oh ja, Niklas Heimann ist auch kein schlechter. Bei mir spielt er jetzt in Wirklichkeit, also bei meinem Spielstand, wo ich alleine spiele, spielt er gerade bei Chelsea und ist Stammtorhüter von der deutschen Nationalmannschaft mit Stärkepunkte von 86. Also hat schon was zu lesen. Wen haben wir hier noch? Wen guck ich mal. Ilgay Gökhan ist auch kein schlechter. Marseris ist auch kein schlechter. Joel Matip, ja, alle beide Hornschuh und Koch sind auch sehr gut. Ich glaube, Hornschuh ist jetzt gerade gewechselt von Dortmund nach eine Drittligamannschaft. Und haben wir noch jemanden, der hier? Lukas Weiß. Gut, sagt mir nichts. Granaro. Ne, aber hier wollte ich mal gucken. Ja, gut. Nö. Gustavo Boa ist auch kein schlechter. Also habe ich bei mir nie richtig als Stürmer angesehen. Gut, okay. Nee. Aber über Talente könnte man ewig lange reden. Dachte mir auch nichts. Ach ja. Ja. Innenverteidigung mit 1,78. Geht noch. Gibt's aber bestimmt auch kleiner. Also gibt's auch kleiner. Kann ich zum Beispiel überhaupt nicht leiden. Weil ein Innenverteidiger muss ja mindestens, sagen wir so, 1,80 gerade so sein. Ja. 5 Jahre Auswertung, püss. Ach doch, hier können wir mal noch uns was angucken. Und zwar gucke ich immer gerne hier wertvollste Kader. Dauert zwar eine Weile, aber mit Laden, weil erstmal alles geladen werden muss. Aber es ist zum Beispiel cool zu sehen, wie dein Kader so gesagt weltweit eingeschätzt wird vom Marktwert her. Elia ist der teuerste Spieler, den ich habe. Ja, hier seht ihr es halt. Bin die zweitteuerste Mannschaft vom Marktwert her. Deutsche Mannschaft vom Marktwert her. Ja, Aguero, Borione, drüber sagen. Diego, haha. Robben. Oh, Ashley Young. Mag ich auch sehr. Özil, okay. Kann ich gerade so noch leiden. Pepe? Ist das der Pepe? Ne, Simone Pepe. Okay. So, gut. Das wollte ich mal zeigen. Aber halt, wie es hier mit diesen UN20 müsste immer mal gucken. Belgien und dann macht halt hier. Nee, geht nicht. Gut. Geht auch nicht. Auch nicht. Gut, machen wir mal U19. Oh, Lukaku. Mensch, wieso geht jetzt hier keiner? Ja, hier Vertragsverhandlung. Ja, und dann halt hier immer so ab 200.000, 250.000 ist er auf jeden Fall sein Kauf wert. Gut. Haut rein. Lasst euch gut gehen. Ja. Macht's gut. Und tschüss.